Hallo, Freunde, da sind wir zurück bei Zelda. Es ist Freitag und wir wollten hier in dieses wunderbare Röhrchen reingucken. Und ich bin gespannt, was uns erwartet im Gongulbrett. Im Gongulbrett drin. Ah, fick. Ich meinte Mist. Falsche Taste. So, ist natürlich jetzt eklig fies. Oh, oh. Das ist aber echt gar nicht mal so einfach. Wenn ich das mal so betonen darf. Na komm, ich hau euch doch schon auf den Arsch. Das müsste euch doch gefallen. Gut, gut, gut. Komm noch ein bisschen raus. Na, du bist ja immer... Ich konnte einfach an den vorbeigehen. Schitte! So, jetzt aber. Gib mir ein Leben. Gar nichts gibt er mir. Super, Stefan. Es fängt ja wieder toll an. Jetzt nichts falsch schieben. Ah, okay. Dich darf ich schieben. Dich darf ich schieben. Dich darf ich nicht schieben. Dich darf ich nicht schieben. Darf ich dich schieben? Hilfe. Das Problem ist, wenn ich mich hier verschoben habe, wie kriege ich das denn dann wieder zurück? Muss ich dann den Raum neu starten? Aber wie starte ich den Raum neu? Kann ich denn die Steine hier auch noch verschieben vielleicht? Nicht. Reicht das, wenn ich hier einfach rausgehe einmal? In der Hoffnung, dass... Ja, die sind weg. Okay, also nochmal den da kann ich schieben. Und den da kann ich schieben. Was mir... so gesehen nicht viel bringt. Jetzt muss ich aber den schieben, damit ich hier weiterkomme. Warum kann ich den denn jetzt schieben? Das ging gerade nicht. Okay. Gut überlegen, Stefan. Gut überlegen. Mach nichts Falsches. Nichts Falsches. Ich schiebe mal ihn hier runter. Und geht das? Ja. Okay. Okay, okay. Den kann ich jetzt eh nicht mehr schieben. Ach, guck mal, da ist schon das Ende. Puh. Gut, gut. Das war ja gar nicht so kompliziert. Man musste nur denken. Man musste nur denken. Denken. Ja! Ach so. Ha! Das ist ja eigentlich voll einfach. Wenn... Ey, du Honk. Wenn man nicht gerade so dumm ist, wie ich gerade, und wieder sein komplettes Leben opfert, für den Kampf, dann klappt das auch. Wah! Nein! I! Was bist du? Mach mich... Geh weg. So. Leben. Leben. Naja, Rubin, aber auch. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt hier rüberkommen, ohne zu sterben. Gut.
Dann halt nicht. Können wir dich denn... Wer soll ich das denn wissen? Ach. Naja, gut. Dann... Dann halt so, ne? Ihr könnt mir im Übrigen auch auf Twitter folgen. Wie ihr gerade vielleicht gelesen habt. So, und hier geht's runter? Ja. Okay. Hihi. Jetzt muss ich echt aufpassen auf jeden meiner Schritte. Denn mit der Anzahl an Leben, die ich gerade aktuell habe, ist das nicht so einfach. Möchte man sagen. Wow. Wie überaus sinnig. Komme ich da irgendwie clever weiter? Achso. Ich habe den nach rechts geschoben, aber natürlich nicht nach links. Na, Bomben. Ja, toll, Bomben. Wer will denn Bomben haben? Vielleicht hätte ich die nicht wegnehmen sollen. Gehen wir nochmal hoch. Gehen wir nochmal runter. So, da sind sie wieder. Was für ein Glück aber auch. So, dich konnte man hochschieben. Dich hoch und dich rechts. Und dann, ist da diesmal ein Rubin drin. Und hier sind Bomben drin. Und hier sind schon wieder Rompen. Genau, hier sind Rompen drin. Jetzt nur die Frage... Wie ich denn... Kann ich hier nicht so einen Stein aufnehmen? Nein. Wie ich denn da jetzt, so genauer gesagt, wie ich denn da hinkomme? Denk. Vielleicht mit einer Bombe. Wenn wir da oben schon so viele Bomben kriegen, dann vielleicht... Das sieht nicht schlecht aus. Ach. Ich habe ja gar kein Schwert mehr. Okay, Stefan, einfach mal öfter in Bomben denken. Merkt euch, denkt in Bomben. Piep, 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 ein Herz. Es kann ja auch gleich wieder getroffen werden. Das ist ja ein Traum. So. Okay. Ui, und da gibt's Rubine. Was willst du von mir, hä? Wie viel Mist da aber auch rauskommt, ne? Ist ja der Hammer. Lebend wären wir zwar im aktuellen Zeitpunkt lieber, aber man will sich ja nicht beschweren, ne? Okay. Nicht verrollen jetzt. Den kann ich da hinschieben. Dann geht das nach da auf jeden Fall. Und das müssen wir jetzt clever machen. Und zwar so. In der Hoffnung, dass wir ihn jetzt schieben können. Jawohl. Oh, und da geht es noch weiter runter. Uiuiuiui, was haben wir denn da? So. Leben. Gut, beziehungsweise nicht gut. Das hat mir nämlich genau gar nichts gebracht. So, dann nochmal das Ganze. Versuchen wir es mit dem unteren Block. Und dann kann man den bestimmt nach oben schieben. Wusste ich's doch. Dann solltest du doch... Genau. Oh, da kam noch ein Herzteil raus und ein Glücksfragment erhalten. Schnell das Herz einsammeln. Wie viele Glücksfragmente haben wir denn jetzt?
steht denn das? Stand doch hier irgendwo. Standby. Können ja auch hier mal wieder speichern. Einfach mal so aus Spaß an der Freude. Okay. Gut, damit haben wir dann ein Glücksfragment. Das ist ja schön. Oh, ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Das überspringen wir jetzt mal. Das brauchen wir ja nicht uns anzugucken. Und, oh Gott. Ey, und du schaffst es auch immer wieder, Stefan, die falsche Taste am falschen Punkt zu drücken. Im Prinzip kann ich euch ja einfach überspringen. Ihr tut mir ja eh nicht wirklich was. Ups, jetzt geht's mal nach unten. Meltas Mine. Gucken wir ganz kurz auf die Map. Und genau da müssen wir auch fast hin. Huch! Eisenerz, Eisenerz, ich grabe nach dir. Eisenerz, Eisenerz, ich finde dich hier. Ja. Okay. Was sagt er? Eisenerz, Eisenerz, ich grabe dich fort. Eisenerz, Eisenerz, geh nur nicht fort. Gut, die Melodie wäre bestimmt schöner, wenn ich sie könnte. Dies ist die Mine von Melta und seinen 7 Schülern. Bist du hier, und dein Schwert reparieren zu lassen? Unser Chef ist ganz unten. Ganz unten. Gehen wir erstmal nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das passt schon mal super. Gut, aber hier ist ja jetzt nichts Spannendes, glaube ich. Dann gehen wir mal nach ganz unten, wenn das hier ganz unten ist. Das ist aber nicht ganz unten. Das ist Mitte links, oben rechts im Norden. Oh, da ist noch jemand. Bleib stehen. Eisenerz, ach Eisenerz, das ist es, das ist herrliches Eisenerz. So, dann gehen wir mal wieder nach oben. Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Menschen geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich hier nicht durchlassen. Okay. Schauen wir uns hier noch erstmal ein wenig um. Das sieht nach Chef aus. Von daher gehe ich nochmal ganz kurz zurück und schaue mich dann nochmal in diesen Raum hier um. Aha, hier ist nichts. Auch lustig, er sagte ganz unten. Also für mich ist das hier Mitte und nicht ganz unten. Aber gut, kann passieren. Eisenerz, oh Eisenerz, unter den Ministern, dritten Schmied. Schmied Schwerter zu diesem Lied. Wie der Chef ist kein Scherz. Das war, glaube ich, irgendwie falsch. Eisenerz, oh Eisenerz, unter den Ministern, zweite Schmied. Schmied Schwerter zu diesem Lied. Wie der Chef ist kein Scherz. Oder so. Ah, grüne Kleidung, komische Mütze, du musst Stefan sein. Hab's von Ältesten im Wald gehört. Ich heiße Melta und bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden und die Prinzessin von den Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minisch kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minisch. Ich helfe der Prinzessin gerne. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. Hier in der Nähe findet sich eine Mine. Sie wurde vor langer, langer Zeit von den Menschen geschaffen. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Gut, Stefan, die schaffen das auch ohne uns. Wir suchen inzwischen nach dem Element. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Dann schauen wir mal, ob er uns jetzt durchlässt. Was? Du willst zur Mine? Na gut, wenn du die Erlaubnis vom Chef hast, bitteschön, aber pass auf dich auf. Zu freundlich? Da sind wir am Gongulberg. Hier können wir nochmal uns größer machen. Da geht's nach unten. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nun auch dich tragen. Oh, schon wieder so ein Mal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Ja.
Aber was bringt uns das denn? Jetzt haben wir ja, wir hatten noch garantiert schon ausprobiert, da Bomben drauf zu setzen. Da bin ich mir 190.000% sicher. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. So, schauen wir mal. Oh Gott. Da müssen wir hin. Genau da. Da werde ich jetzt nicht runtergehen. Dann kommen wir ja nie wieder hoch. Und das hier sieht mir verdächtig, sehr verdächtig, nach einem neuen Dungeon aus. Und diesen wunderschönen Dungeon, den beaufsichtigen, sichtigen wir dann nächste Woche in Part 16. Jetzt gehen wir erstmal ins Wochenende und ich sag tschüss und bis dann. Ciao!